Sommer weg natürlich, das haben alle mitbekommen, wie intensiv die Gespräche waren, dass das sehr viel dann auch irgendwo aufgebaut wurde. Das gehört dazu, das werden wir auch nehmen, aber wir haben es immer versucht, die Sache in den Mittelpunkt zu stellen, haben den Spieler auch sehr viel Wertschätzung entgegengebracht und am Ende waren es jetzt über mehrere Wochen auch weiterhin sehr intensive Gespräche, wo es einfach darum ging, dem Spieler, aber auch dem Menschen Martin Kobras eine weitere Zukunft zu ermöglichen. Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das für ihn jetzt sportlich die aktive Profikarriere zu Ende geht und er sich jetzt wirklich um Zukunft bemüht. Und wir haben ihm deshalb im Oktober schon die Möglichkeit geschaffen, dass er mit der Ausbildung zum Lehrer beginnen kann und so gesagt auch die eine oder andere Trainingseinheit für ihn freigestellt wird. Er hat mittlerweile auch eine Trainerausbildung weitergemacht. Das hat ja zu meiner Zeit damals schon begonnen. Also ich denke, wir haben auf Vereinsseite sehr viel jetzt auch dafür beigetragen, dass dieser Übergang funktionieren kann, dass es für uns auch das Ende jetzt einmal kriegt, dass sich sowohl Club, Spieler, aber auch genauso Trainerstaff verdient haben, weil alle sehr, sehr viel investiert haben in den Club. Und da gehört immer das große Ganze dazu, das Gemeinsame. Und das steht, denke ich, bei so einer Karriere noch in den Zahlen da. Und die sprechen bei Martin Kobras für sich. Und die Zukunft, die nähere Zukunft, werden wir dann sehen, wo das Ganze hinführt. Ob es dann irgendwo dann wieder mal eine Rückkehr gibt. Wir hoffen es nach wie vor. Und denke ich, man hat sehr viel Grundlagen geschaffen dafür. Aber es liegt jetzt natürlich an ihm, wie er die nächsten 30, 40 Jahre gestalten möchte, auch als Familienvater, und das sind dann 12 Jahre Alltag, ist schon wieder klein dagegen.